So, da sind wir wieder bei Far Cry 5. Ja, wir sind jetzt gerade mal voll im Landemodus wieder. Das sieht unsexy aus. Ich wollte gerade liebevoll landen und sagen, guck mal, was für nette Menschen. Ich müsste tatsächlich Boomer da lang schicken. Oh, ich wurde entdeckt. Das ging mir fast schon zu schnell. Nicht mit mir, Kumpel. Oh ja. Da passieren Sachen. Moment. Ich bin zu schnell vorne. Ui. Entschuldigung fürs Treffen. Hammer euch. Oh, da ist ein Kollege, der auch nochmal ein bisschen Rambazamba machen möchte. Och, weißt du was? Weil ich das sonst nicht nutze. Ach, guck mal, da unten kommt noch was. Och Mist, jetzt habe ich den getroffen. Mal schauen, wie lange der denn noch existieren wird. Weißt du was? Das war doch lustig. Tralalalala. Das ist sehr lustig. Ich lande mal mitten auf dem Platz. Und drehe mich schon mal richtig rum. Falls da jemand doch noch ankommt. Ja, hier brennt einiges. Oh, ich habe unsere Leute getroffen, würde ich mal sagen. Oh. Okay, das war ein Gegner. Die haben auf uns gefeuert. Aber ich glaube, ich habe unsere Leute getroffen. Und die sind so gestorben. Hier, liebevoll. Guck mal, wie schön das brennt. Hey. Komm mal nicht rein. Nicht dein Ernst. Oh. Was ist dies? Adams Notice. Notiz. Fremder, falls du einen Streit mit einem Peggy gewinnen willst, habe ich auf der zweiten Etage der Scheune etwas, was sie jedes Mal auf deine Seite ziehen wird. Finden. Auf der zweiten Etage der Scheune. Die gerade brennt, meinst du? Oh, sorry. Okay, zweite Etage der Scheune, sagst du. In Flammenwerfer. Oh, hier hast du auch noch ein Buch. Krass. Ja gut, das haben wir halt schon alles. Also deswegen müssen wir da jetzt nicht danach suchen. Was haben wir denn noch so? Haben wir das gefunden? Da ist schon mal jemand von uns. Und die Peggys haben hier schon ganz schön Rambazamba machen wollen. Wir haben aber auch hier mega aufgeräumt. Okay, kommen wir nicht rein. Ist das diese Farm jetzt? Adams Ranch. Hier ist noch eine Ranch. Hier ist noch eine. Okay, wir waren halt noch nie auf allen. Also ich merke jetzt gerade das Defizit, was wir haben. Okay. Alles cool, Leute. Oh, da kommen Leute, hä? Muss ich jetzt auch Rambazamba machen? Nee, doch nicht. Uah, das war knapp. Okay, dann werde ich hier nochmal ein bisschen gucken. Da vorne ist diese Scheune, okay. Ich fliege jetzt mal alles ein bisschen an, weil... Vielleicht finden wir ja hier was. Rattler House, okay. Das ist das Rattler House. Das ist was anderes. Vorne ist noch was. Ja, moin. Sorry. Sunrise Rash Platz. Das könnte wehtun. Wenn man euch trifft, dann kann es wehtun. Ist hier noch was? Souls do not harvest themselves. Hehe. Ja. Da unten ist ein Prepper-Versteck wieder. Dann wisst ihr ja, was wir machen. Das Prepper-Versteck holen. Also, an jeden, der da draußen gegen die Sekte kämpft. Die Peggys haben mir alles genommen. Meine Frau. Alles, was ich noch habe, ist hier versteckt. Es gibt einen geheimen Eingang zum Bunker und zur Werkstatt. Benutzt, was ihr drin findet, um diese Wichse ordentlich. Okay, Big Mike. Okay, das heißt, der hat hier irgendwas drin. Ich muss jetzt nur noch reinkommen. Es ist genau das, was ich denke. Wir gehen jetzt mal links, rechts, oben, unten. Nein. Das Ding funktioniert noch, habe ich mir sagen lassen. Selbst wenn es nicht funktioniert, ist mir jetzt auch egal. Oh. Boomer, dein Ernst. Komm hoch. Bremse lösen. Ich kann den so nicht holen. Oh. Warum steht er auch hinterm Auto? Ja, wobei, warum habe ich nicht aufgepasst, gell? Ey, Wuffi,
Komm hoch. Ja, feiner. Ja, vielleicht muss ich auch so machen. Hallo, danke. Nee, so nicht. Aber ich habe eine andere Idee. Wenn der Hund mir nicht wieder vor die Nase läuft. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder aufs Haus, wovon ich am ehesten ausgehe. Oder wir landen einfach auf dem Dach. Hallo, ich möchte da rein, danke. Ja, das ging aber schnell. Oh oh. Ich habe keinen Platz. Ui. Aua. Okay, das hat geklappt. Dann runter geht's, oder? Ui. Was haben wir denn jetzt? Ein neues Prepper. Das ist das Prepper-Versteck. Ist gut. Danke. Ich brauch doch nicht so viel Musik immer. Meine Güte. Hier finden wir was ganz Neues. Und ganz viel Geld wieder. Tja, das Prepper-Versteck ist unser. Individuell in Werkstätten freigeschaltet. Was kann der denn? Ich hab nicht geschossen. Entschuldigung. Das war nicht meine Absicht. Da laufen Hühner. Okay. Okay, jetzt gucken wir weiter. Das hatten wir noch nicht. Das ist so irgendwie gerade bekloppt, ne? Ich finde die Sachen jetzt erst. Okay, jetzt merke ich, wie viel ich eigentlich verpasst habe. Also wie viele kleine Orte. Gut, die Prepper-Verstecke, da habe ich ja eh schon so gesagt, na, hier das Prepper-Versteck, naja. Ne, wir haben ja ein bisschen gejagt und so. Damit haben wir uns ja alle schon... Oh. Moment. So, Boomer. Alter, ist ja cool. Ich muss nächsten Moment. Ah. Entschuldigt vielmals, bitte. Die Sunrise Farm. Das ist nur die Sunrise Farm, in Anführungsstrichen. Ich bin ein fucking Phantom jetzt. Pass auf. Die stellen jetzt keine dummen Fragen, hoffentlich. Okay, den sieht man gar nicht mal. Okay, ich würde mal sagen... Sorry. Sorry vor Treffer. Oh nein! Jetzt kam doch der Alarm. Der Hund halt, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass der Hund so relevant sein wird. Da oben. Ab dich. Oh nein. Jetzt, wo eh der Alarm losgeht, macht es ja keinen Sinn mehr. So, stirb. So, und? Oma. Okay. Süden her. Ja, sorry. Oh, die sind alle tot irgendwie. Oh nee. Falsche Waffe. Komm wieder zurück, Junge. So. So. Ich hab nicht so viel Munition dran. Weißt du, was ich meine? Das da. So. Tschüss, Gen. Geh mir nicht auf die Nerven, Alter. Andere Seite. Sorry. Dafür bist du erledigt. Ein Flieger ist auf dem Weg sogar. Meine Güte. Sorry. Immer diese Flieger. Den kriege ich aber auch noch. Ja, dummerweise haben wir das jetzt nicht so hinbekommen. Kann man auch so kaputt machen, gell? Oh, das wusste ich nicht. Ey, Kumpel. Jetzt. Alter. Wie dumm ist das denn? Wo ist er denn da? Aua. Warum schießt er denn jetzt auf mich? Nur weil ich seinen Kollegen aus Versehen getroffen habe. Alter, das war...
Ja, komm, 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 komm. Ich krieg dich auch noch. Ah. Komm her. Komm zu mir. Oh fuck. Nicht so. Okay, nicht so. Wir können uns gegenseitig hier, ne? Fetzerei geben, aber nicht so. Fair bitte. Danke. Ja, Mann. Bam. Voll ins Gesicht gerotzt. Entschuldigung. Okay, das war jetzt nicht sehr schön gemacht, aber es war gemacht. Und die waschen erstmal alles ab. Yeah, jetzt wird hier wieder Obst verkauft. Gute Arbeit, wie du die Sekte losgeworden bist. Ich könnte Hilfe brauchen, um den Viele der Einheimischen haben gute Erinnerungen an die Sunrise Farms. Das wird den Kampfgeist der gesamten Truppe heben. Aber hier gibt's noch eine Menge Arbeit. Hab gehört, dass die Bewässerungsanlage nicht funktioniert. Mhm. Vielleicht bekommst du das wieder hin. Okay. Also heißt, es gibt hier unglaublich viele Missionen noch. Hm, wir gucken uns gerade mal um. Was haben wir denn noch nicht gesehen? Das haben wir schon. Dot-Dumps. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die Orte hier schon gesehen haben. Ich fliege einfach mal drüber. Wir sind ja gerade ums Eck. Okay. Damit kriegen wir wieder neue Sachen. Ui, 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 ui. Bisschen höher. Danke. Also, ich fliege einfach mal überall so ein bisschen drüber und gucke mal, was wir so finden können. Weil es ist ja viel zu schade, dass wir die nur von oben gesehen haben, aber nicht hier waren. Wäscht. Hier hockt zum Beispiel einer. St. Isidors Schule. Also, ich mache die Mission gerade nicht. Ich möchte gerade so ein bisschen entdecken. Und ich will gerade die Orte wiederfinden, die wir, ja, eigentlich... die wir eigentlich hätten schon längst sehen sollen. Jetzt fliegen wir nah. Hier. Ganz neuer Charakter. Ui, ui, ui. Wo ist das? Dot House, okay. Das ist eine Höhle. Da ist die Howard-Hütte, da ist die Kälterei. Hm. Hier waren wir noch nicht. Die Klinik von New Hope. Okay, da, auf geht's. Wir gucken uns mal die Gegend noch ein bisschen an hier. Die sieht schon schön aus, also gerade dieses Valley hier. Wow, 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 sag ich nur. Hier ist noch jemand. Also das muss man denen schon lassen. Also trotz allen Beschwerden bezüglich der Spieldynamik und kleinen Verliebtheiten, aber die Grafik haben die echt schön hinbekommen. Es ist halt so ein Grafikding, wo man sich dann halt so denkt, boah, schöner geht's nicht. Was ist denn da los? Okay, der muss Leute anscheinend beerdigen hier. Der Kumpel. Das sind so kleine Missionen. Kriegen wir vielleicht auch eine kleine Info. Ah, da waren wir noch nicht. Pumas, hier gibt's Pumas. Hey. Ja, also irgendwie fehlt mir noch diese eine Farm da, die wir so dringend gebraucht haben. Oh. Körper. Oh. Ich habe da so eine Ahnung, was wir machen können. Mhm. Die wollen, dass wir nur was zu anziehen haben. Okay. Dann holen wir uns jetzt dieses Lagerchen, aber als allererstes hole ich mir einen Sharpshooter. Also hier so jemand mit Bogen. Und ich gucke mal, was ich hier lernen kann. Zurückwerfen könnte ich jetzt theoretisch. Ich könnte das noch nicht. Ich könnte besser angeln, aber... Also, gehe Sprinte leiser. Das ist natürlich auch was Cooles. Safe-Knochen werden beschleunigt auch in der Arcade. Darunter in deinem Inventar. Achso, schafft für in deinem Inventar. Darunter bist du. Okay, das wäre eine Idee. Ich nutze ja eigentlich im Moment noch nichts davon. Ich würde tatsächlich Schleichen mal machen. Das ist eigentlich. Ich finde jetzt noch irgendwas. Wobei, das ist natürlich auch ganz nett, weil.
Bei uns gehen die Sachen immer gerne mal kaputt. Aber ich nehme das hier. Ist eigentlich nur diese Geistfähigkeit, hat schon was. Und hier kann ich einfach mal gucken. Alles Taco. Okay, Kumpel. Jetzt holen wir uns die Leute hier. Boomer. Boomer rennt hier. Ah, nee. Du bleibst hier. Ich will nur, dass Boomer durchrennt. Nicht du. Okay, hier sind sehr viele Leute. Wir machen das mal. Okay, der Puma greift da jetzt gerade an. Okay, alles gechillt, Alter. Kommt alle wieder her. Lass die kämpfen. Seid Geister. Der Gegner hat Verstärkung gerufen. Ach komm. Warum denn? Er hatte doch null Grund dazu. Nach wie vor hat er null Grund dazu. Nur weil dieser Puma da freigekommen ist. Abstich. Puma, dein Einsatz. Ja, dann werden wir jetzt hier ein bisschen... Aua. Oh, danke. Thanks for dying. Was hat er denn auf dem Dach gemacht? Die habe ich jetzt auch. Unser Kollege ist ja da hinten. Ich habe nicht Boomer geschickt, sondern ich habe unseren Kollegen geschickt. Oh Gott, bin ich dämlich. Ich bin so doof. Warum wurde ich jetzt gerade entdeckt? Von wem? Tot. Tot. Nein! Jetzt aber. Mhm. Da ist noch jemand. Ich hoffe, der kann sich da durchsetzen gerade. Wir gehen mal bis dahin. Lass ihn ruhig feuern. Alles gut. Der bekommt gleich einen auf den Sack. Na. Aber so nicht. Nicht mehr viele Schüsse. Ups. Vorsicht, da kommt was. Ja, das trifft mich aber schon nicht mehr. Ja, Mann. Ups. Ich geh mal rein und... Ah, hier. Den hat's aber schon zerschreddert, ne? Ich hätte alles kaputt machen sollen. Alle beide. Okay, habe ich jetzt dazu gelernt, man muss aufpassen mit dem Schießen. Man muss tatsächlich beides erledigen. Also alle erledigen auf einmal. Das war nicht so das, was ich gut gemacht habe. Ist noch irgendwas? Hier ist irgendwas, was ich mitnehmen kann. Hier ist Musik. Ja, moin. Ah, Mist. Fast hätte ich den. Ich brauche noch ein bisschen Munition. Ich krieg hier Granaten. Oh! Hat er den gerade abgeholt? Ja, dann will ich ja gar nichts sagen. Dann hat er den gerade aus der Luft geholt. Yeah, man. Okay, das war jetzt nicht so glorreich, aber es war okay. Ich habe mich gewundert, wo die ganzen Stützpunkte sind. Also diese wenigen, die wir hier hatten, das war ja fast schon zu wenig. Oh ja, und jetzt haben wir schon wieder eine neue Sache freigeschaltet. Skate hat den Stahl der Schienen zur Verstärkung der Bunker eingesetzt. Sorry, der Callout hat begonnen. John will, dass wir so viel Bliss versetzen, Dünger wie möglich in diesem Silo lagern. Aber seid vorsichtig, das Zeug ist hochexplosiv. Achso, ja. Wir werden gemeinsam... Gar keine so schlechte Idee, oder? Vielleicht sollten wir uns das ansehen. Mhm. Danke nochmal, Deputy. Mit dem Bahngelände sind wir einen Schritt näher dran, unsere Heimat von dieser Sekte zu befreien. Ja, Mann. Entschuldigung. Hui. So, da haben wir wieder was zu verkaufen. Und dann haben wir wieder genug Geld. Guck mal da. Das ging schnell. Haben wir irgendwelche Waffen bekommen? Nee, ne? Das wäre jetzt natürlich so super duper 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 duper. Duper pooper. Aber nein.
Die ist natürlich richtig sexy. Die macht richtig... Ich meine, klar, die macht mehr Schaden, aber... Ne? Was hätten wir denn, was so leise ist? Wo man echt ein... Kann man hier... Was ist stärker? Oh, die sind beide gleich gut. Aber die finde ich fast schon so bezeichnender. Von daher würde ich die nehmen. Ja, ich hole die mal. So, ich ersetze die mal hier. Kann man keinen Schaden? Ja klar, ja moin. Ah, ich habe die falsche gekauft. Ah, okay. Dann kaufe ich die andere Magnum nochmal hinterher. Okay. Oh, es gibt coole Skins. Was gibt es denn noch? Es gibt noch die Beretta, habe ich gesehen. Ne, die P226. Ja, die macht halt viel weniger Schaden als die hier. Und wenn ich dann halt schon im Kampf bin, dann nehme ich die eh. Hier haben wir die AK. Hier haben wir eine AK Warrior. Okay, krass. Was alles so gibt, ne? Genau. Da ist die Waffe. Ah, hier können wir irgendwas verbessern an der. Ich ersetze einfach mal. Nee. Okay. Ich würde tatsächlich die AK. Die hier. Finde ich eigentlich ganz nett. Ich würde. Ja, das ist. So hat halt mehr Reichweite, aber weniger Handhabung, gell. Die würde ich. Moment mal. Ich muss gerade was anderes machen. Ich muss. Eine Waffe ersetzen. Ah. Ich nehme den Bogen mit. Den wollte ich nämlich mal mitnehmen. So. Und jetzt ersetze ich natürlich genau das Falsche. Dann nehme ich den zweiten Bogen auch noch mit. Was hast du davon? So, aber ich will ja... Sorry, es ist gerade mega kompliziert, was ich gerade mache, was total dumm ist. Aber ich wollte die auf der 2 haben. Und ich würde tatsächlich den Bogen mitnehmen auf der hier. Weil ich den Bogen eigentlich ganz nice finde. Genau. So. Und die soll ja auch mega gut sein. Die nimmt irgendwie jeder gefühlt. Oder die hier. Einer von den beiden. Die oder die hier. Ich glaube die hier sogar, weil die eine gute Genauigkeit hat. Aber ich nehme tatsächlich lieber die AK. Okay. Okay, dann haben wir wieder was freigeschaltet. Was ich aber definitiv brauche, ist Munition. Das ist nicht viel, was wir da bezahlen, aber ich brauche halt ein bisschen davon. Okay. Hier ist wieder so ein Klatschnixen. Wir fliegen einfach überall drüber, wo es noch weiß ist, was wir schon mal gesehen haben oder was wir erahnen konnten, wir aber noch nicht gefunden haben. Es gibt so viel zu entdecken. Wo, eigentlich müsste da noch was von uns sein. Ah, guck mal, hey. Vögelchen. Eigentlich müsste noch unser Heli da oben sein, gell? Also ich habe den da extra geparkt, einfach nur zum Spaß. Aber der ist nicht mehr da. Na gut, dann holen wir uns ihn wieder. So, jetzt ist so ein bisschen Basenbefrei-Spaß. Was eigentlich ganz nett ist. So. Ich hole mir meinen Flieger wieder. Ein schönes Prestige-Flugzeug. Ist eigentlich richtig nice, das Ding hier. Ja dann, los geht's! Dann gucken wir uns noch ein bisschen um. Also das, was wir ja jetzt gefunden haben, ist eigentlich richtig cool. Also hier ist was. Da fliegen wir so langsam vorbei. Sergeys Wagon. Sergeys Wagon, nicht? Kältereifen Garden View, komm. Die holen wir uns auch noch. Ich kann ja mittlerweile reparieren, wurde mir gesagt. Ah, jetzt hat er aufgehört. Hui. Das war ein Schuss in den Ofen, würde ich sagen. Oh, da ist irgendwas. Egal. Tschüss. Alter. Oh, 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 nicht nochmal, nicht nochmal. Nee, 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 nee. Den Quatsch mache ich nicht nochmal mit hier. Was ist hier los? Immer so ein bisschen runter gucken.
Hier ist wieder was Neues. Ja, haben wir freigeschaltet. Hm, hier ist noch was. Die Howard-Hütte. Das heißt, ich muss echt alles Weißes freischalten. Boah, das ist ja eine ewige Fahrt dann. Aber mit dem Heli geht das eigentlich, tatsächlich. Es geht echt gut sogar. Ich frage mich, ob ich das vielleicht nicht sogar offscreen mache und danach, wenn wir nur eine Basis finden oder so, oder irgendwas Interessantes passiert. Weil, seien wir mal ehrlich, ich fliege eigentlich jetzt gerade nur herum und schalte was frei. Ich meine, das sind Zusatzfolgen, gut, das eigentliche Let's Play ist eh vorbei. Jetzt gucken nur noch die Liebhaber des Spiels, von daher, die ertragen auch sowas hier. So ein Quatsch. Da haben wir das da. Dot Dump haben wir hier noch. Hier hinten ist noch was. War hier nicht dieses Hollywood-Zeichen? Oh, ja, genau hier. Oh, ist schon kaputt. Das sieht cool aus. Ich find's cool, dass es auf der Karte auch kaputt ist. So ein kleines Gimmick, was ich wiederum mag. Muss man auch zugeben. Einige Sachen mag ich nicht so, einige Sachen mag ich. Das ist immer so die Frage. Boah, das ist Klatschnixen, das sehe ich schon. Entschuldigung. Das Ding kann schießen. Ich finde das super. Das macht mir gerade echt Spaß. Ist das eine Sektenbasis? Nee. Nein, nie im Leben. Blödsinn. Was machen die da? Die lernen schießen. Okay. Oh, hier ist ein Prepper-Versteck. Ja, moin. Auf geht's. Dann sag an. Dot ist nirgendwo zu finden. Ich bin mir sicher, es stört ihn nicht, wenn wir ein bisschen Kram im Winter zum Einlagern. Der Strom ist aktuell nicht richtig angeschlossen, also pass auf, wenn du ihn einschaltest. Okay. Dann. Arcady. Spaß. Ist alles voll, alles voll, alles voll. Ich bin so voll. Tatsächlich könnten wir versuchen, da drinnen zu landen. Mit dem Heli. Oder drauf zu landen, aber... Moment mal, ich versuche gerade mal was. Wenn ich ihn wieder runter bekomme... This is the question. Weil rein komme ich, raus bekomme ich ihn nicht so leicht. So, okay, da hinten. Oh Gott. Sorry. Oh Gott, der läuft jetzt auch nicht mehr rund. Okay, hier könnten wir es tatsächlich mal mit einem Kletterhaken versuchen. Ich weiß nicht, ob das klappt, aber ist jetzt mal nur eine Idee. Moment mal, komm ich hier auf das Ding hoch? Guck mal. Jetzt muss nur noch der Kletterhaken gehen. Oh, nee. Och, Mensch. Also, klar, ich kann hier irgendwo wahrscheinlich wieder so ein Ding holen, aber... Ist ja auch irgendwie... Ich will ja auch ein bisschen herausfinden, wie man das am besten macht. Immer muss ich die Arbeit machen, sagt er gerade. Ei, Kind. Mach mal die Arbeit, die ich mache. Das ganze Leben lang. Mach mal nicht so rum. Hör auf, mach... Nein, 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 nein. Oh. Ich will nur das Ding haben. Okay. Das hat dem nicht so viel getan. Krass. Rotorblätter fast im Eimer, aber... hallo? Ich will da gerne hoch. Danke. Danke, ich darf hoch, gell? Oh, guck mal. Wenn das geht. Natürlich kann man nicht auf den Rotor steigen. Natürlich nicht. Warum denn auch? Ist doch viel zu viel verlangt. Ich will da hoch. Danke. Weil dann kommt man... auch da. Ja. Alles klar, Mann. Ich will hier nur hoch. Hallo. Ah. Jetzt da. Das ist aber ein schwacher Kerl. Geht das? Geht das? Aber es geht.
Ach, da hinten ist das Ding zum Explodieren. Ich sehe es gerade. Oh, hier ist ein Rohr. Okay, wir müssen klettern. Das ist eine Kletterpassage anscheinend. Ja, das ist eine Kletterpassage. Huh. Passt. Boah. Knappidi knapp, Mann. Und wie geht's jetzt weiter? Kletterhaken. Oh Gott. Ich bin gerade echt cool, oder? Okay, das war eine coole Aktion. Ja, moin. Ich bin drüben. Ich wollte gerade den... Egal. Ich darf bloß nicht den Strom anmachen, würde ich sagen. Huh? Sonst fängt der ganze Spaß von vorne. Ich muss den Strom anmachen. Okay. Sonst bin ich ratzeputztot, würde ich sagen. Ja, natürlich. Natürlich, er kann... Ich frag nicht. Ja, das schafft er jetzt auf einmal. Oh, dieser Hate. So. Tschüss, Gelden. Na, danke. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir denn am besten rüber? Ich glaube, da hinten. Hey. Wir sind gut. Ich würde nicht angeben, aber wir sind echt gut. Okay. Krass. Dots und Tees. Ich bin inzwischen auf Kuba. Weniger Bürokratie, Wahnsinn und keine verfluchten Seed-Familie. Ich baue meine Mülldeponie da auf, wo die Menschen sie zu schätzen wissen. Nehmt, was ihr wollt. Ich habe das Geld von der Versicherung bereits. Scheiß auf dieses Land. Dot. Okay, dann würde ich mal sagen, ciao dort. Hast eine schöne Zeit gehabt hier, hä? Oh, Geld. Zeitungen, Geld, Zeitungen, Geld. Und Dynamit. Und hier kommen wir nicht durch, ne? Oh, es ist ein kleines Versteck. Hier gibt es nur ein sowas hier und ja, moin. Ja. Und wie kommt man jetzt hier raus? Okay, das ist easy going jetzt. Lass mich raus. Ah, wir waren gar nicht mal so falsch. Oh, da kam ein Fliege. Okay, dann haben wir das nächste Prepper-Versteck. Ich will ja nichts sagen. Ja, dann fliegen wir wohin jetzt? Ja, ist gar nicht mal so einfach, würde ich sagen. Wir haben jetzt hier was... Oh, hier. Der Traktorschuppen, den haben wir noch nicht. Es gibt so viel zu entdecken. Das Wichtigste sind für mich gerade die Prepper-Verstecke, weil, wie gesagt, die geben diese Vorteilspunkte hier jetzt. Vorteilspunkte klingt irgendwie so... Ach, keine Ahnung, als ob ich das auf otto.de sammeln würde. Aber... Ich hebe erstmal ab. Aber den nächsten Flug sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann.